Tem 86 centímetros. 86 cm Umfang hat der Stamm dieses Baumes. Es ist der erste Baum, den die Biologen der brasilianischen Naturschutzbehörde heute vermessen und damit der Beginn des Monitoringprogramms in der Serra da Bodoquena. Noch gibt es keine verlässlichen Daten, die Aussagen über den Zustand dieses Naturschutzgebietes zulassen. Wie entwickelt sich das Ökosystem? Welchen Einfluss hat der Klimawandel? Bisher alles nur Vermutungen. Manche Baumarten reagieren sehr empfindlich auf das Wetter. Es ist gut möglich, dass bestimmte Bäume weniger wachsen oder sogar ganz verschwinden, dass sie also ihre Nische im Ökosystem verlieren, als Reaktion auf die Klimaveränderung. Unser Monitoring-Programm soll genau das zeigen, welche Einflüsse in diesem Wald zu spüren sind. Wir wissen es noch nicht, wir haben die Daten noch nicht, aber wir glauben, dass es da Einflüsse gibt. Tropisch feucht ist es in der Serra da Bodoquena. Unzählige Arten haben hier ihre Heimat. Das Schutzgebiet umfasst 750 Quadratkilometer, ist fast so groß wie Berlin. Unmöglich, hier alles zu messen und zu zählen. Deshalb konzentrieren sich die Wissenschaftler auf sogenannte Bioindikatoren, auf Arten, über die sie auch etwas über andere Waldbewohner erfahren. Säugetiere gehören dazu. Durchaus möglich, dass hier ein Jaguar vorüberschleicht. Viele meiner Kollegen haben schon mal einen gesehen, ich nur Spuren. Der Jaguar ist halt ein Nachttier. So einem Wunder zu begegnen, ist eben nicht jedem vergönnt. Das Monitoring-Programm hat das brasilianische Umweltministerium und die Naturschutzbehörde entwickelt, gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Für die arbeiten Jan Kleine-Bühning und Márcio Uehara Prado. 2 Jahre haben sie in der GIZ-Zentrale in Brasilia alles vorbereitet. Jetzt sind sie endlich selbst im Urwald unterwegs mit dem Chef des Nationalparks. Früher war dieser Fluss voll von Fischen. Dann hat in der Nähe jemand Fische gezüchtet, die hier nicht hingehören. Irgendwie gelangten die in den Fluss und fraßen alle anderen auf. Jetzt gibt es kaum noch Fische hier. So schnell kann es gehen mit dem Ende von Artenvielfalt. Natürlich gibt es immer noch viel zu sehen. Stabheuschrecken zum Beispiel. Oder einen schwimmenden Tapir. Wenn hier im Park ein Tier ins Wasser eintaucht, kann man es auch noch in der Tiefe sehen, weil das Wasser so klar ist. Die Schönheit der Wasserfälle, die Möglichkeit, ins Wasser zu springen und zu baden, das ist toll. Das alles macht mich sehr zufrieden. Die Mitarbeiter der GIZ auch. Spaß gemacht hat es natürlich tierisch. Das ist schon ein ganz besonderer Ort hier. Auf jeden Fall. Anstrengend war es auch, ja, aber das gehört dazu. Zurück zu den Biologen im Wald. Ihre letzte Aufgabe für heute, das Aufstellen einer Schmetterlingsfalle. Die Gebrauchsanleitung dazu kommt ganz ohne Worte aus. Nicht nur Wissenschaftler sollen beim Datensammeln mitmachen, später auch die Menschen, die hier leben. Auch Schmetterlinge sagen viel aus über den Zustand des Ökosystems. Ein Mix aus Banane und Zuckerrohr soll sie anlocken. Es funktioniert. Die beiden sind stolz darauf, Pioniere beim Biomonitoring zu sein. Hier im Bundesstaat Mato Grosso del Sul gibt es noch sehr viel unberührte Natur. Die zu schützen, das ist ein kleiner Beitrag, den ich leisten kann. Nicht nur für die Region oder Brasilien, sondern für die ganze Welt. Das ist mir wichtig. Der nächste Morgen im Nationalpark. Besprechung im Büro.
Erste Informationen über den Zustand des Ökosystems wird es erst in ein paar Monaten geben. In diesem Schutzgebiet gibt es drei klar definierte Regionen, die sogenannten Monitoring-Pfade. Dort werden jetzt alle 6 Monate Daten gesammelt. Erst der Vergleich dieser Daten liefert Ergebnisse. Aber jetzt müssen noch die Schmetterlingsfallen ausgewertet werden. Auf dem Weg dahin läuft ein Gürteltier über die Straße. Das sieht man selten. Ai, que felicidade, gente. Puta, sem medo, ele. Auch dieser besonders große Ameisenbär hat hier sein Rückzugsgebiet. Seine Art gilt als gefährdet. Tief im Wald suchen die Wissenschaftler die aufgestellte Schmetterlingsfalle. GPS hilft. Sie müssen sich beeilen, es fängt an zu regnen. Viele Schmetterlinge sind im Netz. Welche und wie viele, das wird jetzt genau bestimmt. Und dann werden sie selbstverständlich wieder freigelassen. Der Regen wird stärker. Der erste Praxistest für das Biomonitoring ist beendet, gerade rechtzeitig. Jetzt könnte es in ganz Brasilien weitergehen. Alleine die Naturschutzbehörde hat 313 Schutzgebiete im ganzen Land. Und die Idee ist, dass es theoretisch auf jedes weitere Schutzgebiet dann ausgeweitet wird. Plus dann, dass Bundesstaaten, die interessiert sind, die Möglichkeiten haben, das ebenso anwenden. Also es geht hier wirklich um eine nationale Frage. Und es geht um den Schutz der Artenvielfalt in Brasilien. Ein großes Projekt, das hier beginnt, mitten in den Wäldern der Serra da Bodoquena.